Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Dark Cloud mit mir, Progoggy. In der letzten Folge hatten wir mal wieder einen kleinen Crashkurs in der Götterbiesthöhle, was es zu tun gibt, und hatten dann das Vergnügen, nochmal den Feenkönig zu treffen, der uns erklärt hat, was es mit den Dioramateilen und Atlas zu tun hat, wie man das Ganze aufbaut. Und ich hatte zum Schluss erwähnt, dass es eventuell sein kann, dass wir vielleicht einen Gastkommentator dabei haben. Schauen wir mal, vielleicht haben wir ja jemanden da. Hören wir mal ganz genau hin. Hallo. Da ist ja jemand. Wer ist denn das? Drago. Hi, ich bin's. Drago. Dragonius. Dragonius? Ja. Okay, was bist du? Was machst du? Ja, ich mach auch Let's Plays. So, ab und zu. Nein, ja, ich bin Let's Player. Auch hier auf YouTube. Ein sehr guter Freund von dir, hoffentlich. Ja, du kennst Dark Cloud, richtig? Ja, ja, sehr gut sogar. Ich hab's durchgespielt. Ist zwar schon eine Weile her, aber ja, gut. Ich denke, anfangen kann ich auf jeden Fall noch. Okidoki. Jetzt zwei. Auch viel schöner. Ja, genau, wir betreten die zweite Ebene. Und hoffen natürlich, dass wir es auf unserem Weg. Okay, was ist hier los? Katze! Mauzi Mauz! Und weg ist sie. Höhle 2. Ja. Wir hoffen natürlich, dass wir auf diesem Weg jetzt mehr, wie soll man sagen, Sprechmaterial haben. Ich fange jetzt gleich mal an, hier zu erforschen. So, da kommt schon der erste Gegner. Was ist das? Kennst du die Viecher? Ja, natürlich. Das sind die Anfangsviecher, die Sprinter. Die sind ja noch relativ einfach. Muss man ja bedenken. Weißt du, wie die Währung heißt hier in dem Spiel? Gute Frage. Gold? Ich weiß es nicht. Weil ich habe gerade eben 6 aufgehoben. Also 6 Einheiten oder Geld. Ja, keine Ahnung. Ich denke, das sind Goldmünzen. Oder irgendwie sowas. Ein Yamich? Oh ja, die sind cool. Ja, mich. Die können so einen Spiralangriff auf dich zumachen. Aha. Der hier. Ja, genau. Aha. Okay, dann öffnen wir hinten noch eine Kiste. Aus der einen Adler haben wir eine Hand gewonnen. Ein Knochenschlüssel. Wundertoll. Was ist das hier? Ah, hast du es noch nicht erklärt? Glaube ich nicht, weiß ich gerade nicht. Ein Wagen mit rostigen Rädern. Gegenstand benutzen mit Viereck. Ich glaube, wir haben da nicht das Passende dafür. Das werden wir wahrscheinlich noch herausfinden, was es ist. Richtig. Richtig. Du weißt es, ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Ja, weil es schon so lange her ist. Achso, ja, gut, bei mir auch, aber manche Sachen. Ich weiß es nicht. Ich vergesse solche Sachen einfach nicht. Bleiben bei mir. Überhaupt, das ist ja praktisch. Hier ist gleich der Ausgang, da ist der Eingang. Oh, toll. So, noch ein Schlüssel und vor uns erscheint ein Sprinter und eine Flederflaus. Nein! Boah, ich wollte gerade sagen. Ich bin Gott sei Dank noch einfach. Die Fledermaus, die kotzt mich sowas von dermaßen an. Zwei! Wie jetzt? Nicht! Nein! Ja. Das ist das Schlimmste, was halt passieren kann! Vergiftung! Nein! Komm schon, ich treffe die hier, ich treffe sie. Ja, ohne anvisieren bitte. Das muss doch gemerkt sein. Okay, wir haben Stachelige erhalten. Ich hoffe, wir werden nicht nochmal von so einer Fledermaus getroffen. Wir benutzen ein Gegengift, um Zora zu heilen. Haben sogar noch ein Brötchen dabei. Wundertoll. Schauen wir noch unter Waffen, ob wir da noch irgendwas aufwerten können. Ich weiß gar nicht mehr. Wir haben nur Angriff plus 1, aber ich will hier 2 Attribute einfügen. Du weißt, um was es hier geht? Mhm. Okay. Weil unsere Aufnahmebalken ist schon offen. Also, wir haben ihn schon komplett aufgefüllt mit Erfahrungspunkten. Das Problem ist bloß, ich weiß es nicht wirklich, ob ich das jetzt schon tun soll. Yeah! Oh mein Gott. Siehst du das? Nochmal eins. Ja. Haha, schon wieder! Oh, positiv! Super. Wie viel Glück man noch haben! Glück! Oh mein Gott! Du weißt nicht, wann das braucht, oder?
Das habe ich jetzt gerade gelesen, ja. Ein Bahnöl. Hat er Interesse an uns? Der schaut uns gar nicht an. Komm schon, ich will dich hauen. Der hat Angst vor uns. Hat er sein Auge eigentlich? Oh, mit einem Schlag? Wow. So ein Ranzmann. Ich komm nicht klar, hey. Ich hab so viel Glück. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, aber ich würde sagen, wir erforschen den Teil mit der Bahn weiter hinten. Dann sehen wir mal, wie das Ganze funktioniert. Komm, wir machen hier noch eine Kiste auf, bevor der Sprinter uns in kleine Stücke haut. Okay. Aha. Jetzt machst du deine Waffe aus. Yep, aber ich glaube, für die Fledermaus reicht's noch. Komm schon. Wow! Wunderbar. Deutsch schwer beschädigt. Sehr schön. Alles Nötige hier ausgenutzt, was man hier braucht. Reparieren. Wunderbar. Sehr schön. Ups. Das wäre vielleicht noch ein Elementar oder so. Nicht schlecht. Ganz genau. Zauberkristall. Ist das eine Aufwertung, oder? Ja, das ist sowas wie dein Angriff plus 1, nur dass es dann sozusagen Elementartribute dazu gibt. Also Donner, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was es alles gab. Können wir mal nachschauen. Manche Gegner sind halt dann immun, beziehungsweise anfällig gegenüber bestimmten elementaren Fähigkeiten. Okay, wir haben hier so Attribute, die wir hier... Ah ja, genau. Wir haben jetzt momentan das Windattribut, genau. Oder Windangriff. Also das heißt, Monster, die gegen sowas allergisch sind. Ich glaube sogar eine Fledermaus ist relativ schwach gegen Wind. Wenn ich mich... Aber das ist jetzt geraten, also das ist jetzt nicht... Okay. Auf dem Stehgreif. Also Beispiel, hier sieht man, Heiligkeitsangriff wird wahrscheinlich gegen Skelette ziemlich viel bringen, aber wir haben 0 von diesem Attribut und deswegen können wir es nicht aktivieren. Wir können also auch nur eine Sache aktivieren, richtig? Kann das sein? Die Sache mit dem höchsten Wert hat Priorität, aber die anderen zählen trotzdem. Aber deine Waffe, weiß nicht, wenn du auf den Gegner schlägst, dann siehst du ja bei Wind, glaube ich, so ein bisschen... so grüne Schläge oder keine Ahnung, was das sind. Und wenn du halt ein Feuerattribut hoch hast, dann brennt halt oder machst du rote Schläge und dann siehst du das halt einfach, was bei dir als höchstes Attribut drin ist. Und was haben wir hier? Angriffe, Tierangriff gegen tierische Monster. Das hat ja, genau, das sind dann nochmal spezielle Attribute, ganz speziell gegen einzelne Klassen. Das werden wir wahrscheinlich noch später kennenlernen. Ja, genau. Okay, deswegen würde ich jetzt sagen, wir öffnen den nächsten Adler. Heißt es das oder der? Das ist eine gute Frage, weil ich weiß auch nicht, was die Mehrzahl davon sind. Adler oder die Atlas? Lass mal abstimmen, hä? Wer ist dafür? Richtig. Schreibt einfach drunter. Lagerraum erhalten. Der Raum ist echt gefüllt mit Sachen, muss ich ehrlich sagen. Karte und Zauberkristall haben wir. Das heißt, wir haben eigentlich... Wow. Nicht auf die Kiste kloppen. Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen, um herauszufinden. Ein kleiner Fisch. Wo was genau liegt? Noch meine Kiste. Over hier. Ich hab Ruhenschlüssel. Wow. Schön. Ist gut. Ja. Läuft. Hast du eine verschlossene Truhe schon mal gehabt? Nein, aber die waren bisher alle offen. Das kommt ja dann auch noch. Jammig. Oh, ich merke... Zora wird langsam durstig. Schlitz! 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 Nein, nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Komm schon. So. Okay, der bekommt nichts raus. Dann benutzen wir gleich mal das köstliche Wasser. Könnte rein theoretisch zum Verhängnis werden, wenn wir in der nächsten Höhle sind. Wenn wir es nicht auffüllen würden, weil ich habe ja irgendwie vorgehabt, jetzt dieses Bahnöl mal zu benutzen und zu sehen, was es Anbauer halten. Was so eine... Wie soll man sagen? Wo kommt man da eigentlich hin, wenn man die Bahn benutzt? Du kommst in so eine Art extra Abschnitt, wo man dann Schatztruhen und so weiter nochmal alles findet. Hoppala, okay. Kann aber sein, dass du Glück hast und du findest einen Brunnen. Also einen Wasserfall. Die gibt's ja auch noch. Ja! Das wäre nämlich das absolut, das Tollste. Das habe ich gerade auch gedacht. Irgendwie einen Wasserfall. So eine Quelle haben wir ja schon in den letzten Folgen gefunden. So, Du hast ja eigentlich schon alles, außer
Diese eine kleine Adler unten rechts in der letzten Höhle, wo ich noch nicht genau. Aber die Gegner besiege ich auch nicht, weil ich habe das Transwappen. Von dem her können wir auch noch unsere Waffe schonen. Boah, das wäre zu empfehlen, auf jeden Fall. Und dann kommen wir quasi... Ja? Die Waffe aufstufen tust du ja eben noch nicht. Das ist halt das Praktische, wenn du halt das Bahnöl benutzt, kannst du halt oftmals Schatztruhen finden, wo halt irgendwelche Aufrüstungsgegenstände drin sind. Und, ja, dementsprechend ist es auch ganz gut, wenn man das immer macht. Und die gibt's nur in den hintersten Ebenen? Welche? Du meinst die Ausrüstungsdinger? Nee, die gibt's in allen Schatztruhen, also können in allen Schatztruhen sein. Nur ich glaube, wenn du mit der Bahn fährst in dem Fall, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du was kriegst von denen. Aha. Also ich glaube, das sind einfach bessere Items drin. Wir sind ja gerade spektakulär ausgewichen. So. Also das heißt, wir laufen jetzt in die andere Höhle hier zurück und benutzen das Bahnöl. Ja. Und meistens so groß ist die Gegend dann nicht. Achso, das heißt, wir kommen da eigentlich auch relativ schnell wieder raus. Ja. Je nachdem, wir haben auch gleich einen Ausgang hier zu unserer Seite und können auch gleich wieder zurück, für den Fall, dass uns zu brenzlig wird. Also welches nehmen wir? Wir nehmen mal das hier. Die Wagenräder sind geölt. Der Wagen geht wieder. Dann nutzen wir den nochmal. Wagen nehmen. Das war ein Licht. Sogar ein Rücklicht. Ja, Mann. Dass der auch ja keiner hinten reinfährt. Ja, wer soll mir hier so hinten reinfahren, wenn alle in Atlas eingeschlossen sind? Stimmt. So Ingame-Witze sind echt lustig. Ja. Vielleicht ist es doch ein bisschen größer. Ein Geist? Ein Geist. Oh, nochmal ein Geist! Spaß. Kiste, hier. Aufmachen. Die habe ich gerade noch auf dem Radar gesehen. Auf dem Radar. Kälte-Element. Ich glaube, das spare ich mir auf. Dann könntest du da dann aufstufen damit. Moment. Ja, das mache ich aber sofort, weil das macht jetzt gerade relativ wenig aus, weil ich jetzt gerade weniger vorhab, die Monster hier zu plätten, sondern... Hey, Moment mal, siehst du unten rechts? Da ist eine Quelle. Ja. Ja. Ich glaube, wir müssen das sogar zuerst hin. Weil Zubra schafft es wahrscheinlich nicht. Und unten ist auch noch eine Kiste, weil oben rechts ist eine Kiste, unten links ist eine Kiste. Es gibt gerade viel zum Laufen. Ich bin einfach nur total froh, dass du jetzt da bist. das ganze Potenzial eines Gastkommentators kann ich damit ausschöpfen. Naja gut, das ist mein erster Auftritt als Gastkommentator. Allgemein? Ja. Wow, es ist mir eine Ehre. Danke, mir auch. Dich zu hinzufügen. Okay, aber ich glaube, ich traue mich mal ein so einen Geist ran, weil wir haben ja quasi ein unerschöpfliches Leben, da wir... Mama! Wie der? Wo ist denn der hin? Was hat der jetzt gemacht? Keine Ahnung. Also an die Geister kann ich mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern, muss ich ehrlich sagen. Was? Ich bin verflucht. Was? Ich schlag in die falsche Richtung, oder was? Nee, Fluch bedeutet... warte mal, auf dein Leben auch. Vergiftet, Fluch, verflucht. Fluch bedeutet, glaub ich, dass du keine Heil-Items einsetzen kannst, wenn mich nicht alles täuscht. Oh je, Mine, wir haben das auch noch vergiftet. Oh je, ja. Das wird uns zum Verhängnis. Geht diese Giftzustand auch irgendwann mal weg? Ich weiß es nicht mehr. Oh je. Wir haben gerade das Nonplusultra der Fiesigkeit in ganz Dark Cloud kennengelernt. Ja, oh je, das stimmt. Oh je, meine, schaffen wir das überhaupt? Du kannst versuchen, hochzugehen, die Kisten zu holen und dann nochmal in die Quelle zu gehen. Richtig. Ob ich das überhaupt überlebe? Das ist die Frage. Ja gut, du verlierst ja nur zwei Leben. Zweimal. Aber ich sehe da, der Abstand zwischen den... Es wird immer geringer, siehst du? Zwei. Und jetzt bis zum nächsten Mal. Dauert schon länger. Es dauert immer noch. Und jetzt erst wieder zwei. Jetzt schau mal, wann das wieder passiert. Okay. Ja. Hast du noch Brot dabei? Nein, ich glaube nicht, oder? Nein, ich habe das letzte Brot benutzt. Deswegen, weil Spannung pur. Wird er es schaffen? Okay, Skelett lasse ich außen vor. Ja, ist schönen Tag noch. So, der wartet hier schon. Lass ich jetzt bloß nicht treffen. Ja, genau, nicht treffen lassen. Seife. Damit kannst du, glaube ich, den Flug zerstören. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich glaube schon. Fluch mit Seife? Ja. Ist das heilige Kernseife aus dem Kloster? Ja. Stand aber nicht dran. Stand nicht dran.
Aber ich glaube, der Fluchzustand, der läuft gar nicht mehr auf uns, weil wir jetzt schon den Zustand Gift wieder haben. Kann es sein? Also der Fluch ist auf jeden Fall, also ich weiß nicht, ob beides zählt, aber auf jeden Fall ist Gift, glaube ich, dein primäres Problem. Ja, ich merke es gerade. Also...